feiern. Das wohl beliebteste Gute-Laune-Musical der Welt, Mamma Mia, kommt zurück nach Hamburg. Und jetzt bringen wir das zurück und es ist das gleiche Fieber wie damals. Endlich wieder aber. Ich habe es zum letzten Mal vor ein paar Jahren in Stuttgart gesehen. Ich bin steil gegangen und jetzt hier in Hamburg und das Wetter ist schön. Die Ferienzeit ist vorbei. Jetzt kann man den Urlaub noch mal verlängern, nach Griechenland sich beamen lassen, tolle Musik hören. Das ist mega schön. Riesig auf diese Geschichte, diese Mutter-Tochter-Geschichte und das Musik natürlich und endlich mal in die Theater zu sein. Ich war vor 20 Jahren hier zur ersten Premiere in Hamburg und damals mit meinem Mann und heute mit meiner Tochter. Verrückt und ich bin ein großer ABBA-Fan. Es ist einfach ein großartiges Event und ich freue mich vor allem auf die Evergreens von ABBA. Gefällt Mamma Mia unfassbar gut. Nun liebe ich natürlich sowieso schon mal ABBA. Dann ist die Choreografie unglaublich. Toller Cast, unfassbare Musik, grandiose Stimmung. Ja. Ich finde, die haben eine enorme Energie. Also auch die Tänzer und es hat alles bam, das hat eine Kraft und ist wirklich toll. Witzig und spannend und da ist so viel Energie drin, also wir haben die ganze Zeit eine Menge Spaß. Man hat das Bedürfnis auch mitzusingen, bringt auf jeden Fall gute Laune. Ich möchte einen riesen Glückwunsch aussprechen an alle Beteiligten und es ist so toll heute hier zu sein. Also alles, alles Liebe und Gute zu dieser großartigen Premiere. Ich kann es kaum glauben, dass ich noch Energie habe. Ja, es war so toll. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Oh, wir sind so froh, dass wir es überlebt haben. Ja, kann's kaum glauben. Wenn ihr dabei sein wollt, kommt vorbei. Ab sofort in der neue Flora. Ja.